Moin, moin und herzlich willkommen zu Angezockt. Diesmal mit Alone in Space. Wir sind ein Crewmember auf der Miranda Station und ja, wir schauen einfach mal, was da so passiert. Alone in Space ist ein Sci-Fi-Adventure-Puzzle-Game, mehr oder weniger, aus der First-Person-Perspektive. Und wir wachen auf einer Raumstation in unserer, weiß ich nicht, Crew-Kapsel oder sowas auf. Und dann geht's los mit wildem Gepuzzle. Und ich habe mir das Spiel auch noch nicht viel groß angeguckt bisher. Deshalb würde ich sagen, wir schauen einfach mal, was uns da jetzt so erwartet insgesamt. Und gucken mal und entdecken das Spiel in der Angezockt-Folge mal für den Anfang. Das Ganze gibt's bei Steam. Den Link findet ihr wie immer in der Video-Description. Und jetzt würde ich sagen, wir schauen mal, was passiert. So, unsere Kapsel geht auf. So. Und wir sind in einer Kabine, Büro, eher Kabine wahrscheinlich. Okay. Schauen wir mal. Wird bestimmt erstmal sowas wie ein Tutorial kommen, nehme ich mal ganz stark an. Ja, also wir haben die WASD-Tasten, um zu laufen und die Maus, um uns umzugucken. Ja, und da es da nur eine Tür gibt, hier scheint auch alles offline zu sein, würde ich sagen, machen wir einfach mal hier weiter. Zack, linke Maustaste öffnet die Tür. Hervorragend. So. Ja, ein paar Container. Ein Spind. Kann man da was machen? Ja. Klick. Aha, man kann sich auch hinhocken. Alles klar, aber da ist nicht allzu viel zu holen. Dann open the door with a passcode. Naja, das, naja, Computer Terminal. Alles klar. So, gibt es hier irgendwie, außer dem, was schon vorausgewählt war, noch was? Nö. Also, Logbuch. Wenn wir diesen Text jetzt lesen, heißt das, ich konnte nicht für dich zurückkommen. Tut mir sehr leid. Du hast so viele Leben gerettet, inklusive mein. Und doch wollten sie sterben lassen. Das konnte ich nicht zulassen. Einige illegale medizinische Prozeduren genutzt, um mich zu retten. Ich hoffe, ich vergiss sie. Kam mir mein Finger. Okay, aber die Erinnerungen sollten mit der Zeit zurückkommen. Die Tür ist verriegelt, damit hier keiner reinkommt. 31415. In Liebe, Kira. Alles klar, 31415. Okay, irgendjemand hat also an mir rumgedoktort. Dann tippen wir mal den Passcode ein. 31415. Enter. Hervorragend. So. Dann kommen wir hier auch raus. Ja. Also das Tutorial steigt auch direkt mit einer Story ein. Hier ist kaputt. Okay, dann geht's wohl hier lang, würde ich sagen, ne? Ja, alles klar. Ducken funktioniert auch wie gewohnt. Ne, da geht's wohl nicht lang. Okay. Ja, ich habe lange kein so First-Person-Adventure-Ding mehr gespielt. Ich bin mal sehr gespannt, wie es ist. Ah, springen kann man auch. Ich weiß gar nicht, ob das für VR gedacht ist, aber geht auch so ganz gut. So. Und eine neue Tür. Die scheint nicht verriegelt zu sein. Knackes. Ein Gang. Rechts, links. Wir gehen mal nach rechts. So. Frisch geputzter Boden. War es zumindest mal. Oh, ich hoffe, das ist nicht so ein Horrorspiel, ne? Ich hasse ja Horrorspiele. Fände ich horrormäßig, wenn das ein Horrorspiel wäre. So, was gibt's hier Schönes? Ist ja nicht so spannend. Oh. Interaction button to put the panel down from the wall. Klick. Okay. Eine Karte. Ah, jetzt haben wir hier so eine Karte. Na gut, aber die wird sicherlich für irgendwas gut sein. Schauen wir mal, die brauchen wir sicherlich noch im weiteren Verlauf. Oh, aber offensichtlich wohl nicht hier. Hier ist Ende.
Straße. Gut, hier ist nur der eine Raum, da ging es auch nicht weiter. Dann müssen wir wohl mal nach links weiterlaufen. Da qualmt es auch schon ganz komisch. Schauen wir mal. Ein großes Loch rein. Das ist wahrscheinlich auch nicht so gut. Okay. Also irgendwie, so wie ich es verstanden habe, sind wir auf einer Raumstation. Ich glaube, Raumstationen sollen keine Löcher haben normalerweise, aber hinten steht auch schon was. Kann man noch irgendwas einsammeln? Habe ich jetzt die Karte weggeschmissen oder so? Nee, ne? Na gut. Kein Account-Management-Logbuch. Ein Fehler muss passiert sein, als versucht haben, das planetische Magnetfeld zu starten. Verrückt. Ich habe mir beinahe in die Hosen gemacht. Die ganze Basis hat gewackelt. Ich habe gedacht, es bricht auseinander. Aha. Eigenartige elektromagnetische Anomalien sind in den Korridoren aufgetaucht. Das habe ich noch nie gesehen. Okay. Have you already looked at it? Hast du mir schon die Anomalien angeguckt? Unglaublich, sind sie es nicht? Die sehen ziemlich gut aus. Blau-violette Energie-Dinger. Ich habe versucht, verschiedene Metallobjekte reinzuwerfen. Es scheint, als wären sie an manchen Stellen, würden sie an manchen Stellen durchkommen. Okay. Also irgendwelche Anomalien finden hier statt. In bester Adventure-Manier alles durchkramen. Vielleicht ist hier ja irgendwas Wichtiges dabei. Nicht, dass wir irgendwas verpassen, aber scheint alles leer zu sein. Okay, ich nehme mal an, dass das immer noch so ein bisschen der Tutorial-Bereich ist. Was gibt's hier Schönes? Ach, guck mal, ne? Dose. Kann man jetzt auch nicht mit viel anfangen, aber... Okay, also hier scheint nichts wirklich Wichtiges zu sein. Außer also vielleicht die Dose, vielleicht brauchen wir die später noch. Wir nehmen sie jetzt einfach mal mit. Ich hoffe, ich habe sowas wie ein Inventar. Ich drücke mal I. Nee, habe ich nicht. Tab? Auch nicht. Na gut. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass ich sowas wie ein Inventar habe. So, da kamen wir her. Ja, dann gehen wir mal in die Richtung weiter, ne? Oh, bitte lass es kein Horrorspiel sein. Bitte nicht. Dann hört ihr mich gleich schreien wie so ein kleines Mädchen. Ich komme mit Horrorspielen nicht so gut klar. So gar nicht meins. Okay, also hier gibt es die nächsten Informationen hoffentlich. Ich habe gesehen, wie Kira Alex Body Körper weggetragen hat. Also Alex bin dann wohl ich. Oder zumindest was von dem Körper übrig war. Er hat so einen Tod nicht verdient. Keine Ahnung, was Kira mit dem Körper machen will. Hat sich als ein großer Held erwiesen. Habe ich nicht von ihm gedacht. Hat mehr als nur mein Leben gerettet. Okay. Okay, die Nachrichten haben sich in den Technikern verbreitet, dass einige der Systeme nicht mehr repariert werden können. Weißt du irgendwas davon? Kannst du das bestätigen? Wenn das stimmt, sind wir am Arsch. Die Leute bekommen langsam Panik. Ich habe die E7-Tür vom Zentralcomputer getrennt, einfach nur um sicher zu sein. Die Tür kann jetzt nur noch mit einer Karte geöffnet werden. Ha! Ich habe die Karte hinter dem Panel in A27 versteckt. Ja, das haben wir schon rausgefunden. Danke, liebes Tutorial. Okay, also hier gibt es irgendeine Tür, die nur noch... Die Tür E7 kann man nur noch mit der Karte öffnen. Aber wir haben natürlich die Karte. So, mal gucken, was hier Spannendes passiert. Viel Metallschrott. Aber jetzt auf den ersten Blick erstmal nichts, was irgendwie auffällig aussieht. Also sieht eher so nach Sackgasse aus hier. Mit dem Mausrad kann ich durch meine Ausrüstung durchgehen. Okay. Tennisball. Karte. Sehr schön. Also ich vermute mal, dass wir die gleich irgendwo brauchen werden.
Nicht allzu viele Leute hier, muss ich sagen. Ich habe mir so eine Raumstation ein bisschen lebendiger vorgestellt. Kaputt. Ah, Tür E7, guck mal. Das ist die Tür, die wir suchen. Hier hinten ist dann wahrscheinlich Ende. Ja, hier geht es eh nicht weiter. Das heißt, wir müssen eh durch die Tür durch. So, naja, dann gucken wir mal. Put the card into the reading device. Na, dann tun wir es mal. Zack. Und auf damit. Große Tür. Oh. Okay. Neuer Bereich. Rechts oder links? Ich würde sagen, wir fangen mal rechts an. Oh, hier ist zu. Okay, also hier kommen wir nicht weiter. Dann ist links wohl unsere Wahl. Ist das nur das Geräusch oder wackelt das tatsächlich? Es fühlt sich an, als ob es wackeln würde. Das sieht auch nicht so richtig gut aus. Es scheint allgemein ziemlich viel kaputt zu sein. Kann ich da nicht drüber? Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, jawohl, mit Anlauf geht's, okay. Gut. Ist da hinten irgendwas? Ah. Ein USB-Stick. Wer weiß. Mal gucken. Tja, ich bin ja sehr gespannt mittlerweile. Was hier so los ist. Ist da irgendwas zu erkennen? Nicht so viel zu sehen. Stone. Auf jeden Fall ist irgendwas hier ziemlich durchgewütet. Vielleicht sind das ja diese elektromagnetischen Störungen, die alles kaputt machen. Game saved ist auch immer ganz schlecht, oder? Oh Gott, bitte. Keine Horror-Einlage. Oh. Oh. Das sind diese Anomalien, vermutlich. Okay, und ich würde jetzt mal unterstellen, wenn ich da einfach reinlatsche, gehe ich wahrscheinlich drauf. Bowl, Press Interaction, bla. Okay, also ich kann diese Schraube hier nehmen. Press the right mouse button to throw the ball. Okay. Ja, gut. Ungesund, nehme ich an. Das wollte ich nicht. Ich glaube, ich kann mit den Gegenständen testen, an welchen Stellen ich durch kann. Da nicht. Nein, dem Eu noch. Okay, auch nicht so gut. Also hier kann man erstmal hin. Da geht es auch lang. Ich sammle jetzt einfach mal ein bisschen Kram auf. So. Mal hinlaufen. Okay. Geht's auch lang. Okay, das ist ganz witzig. Quasi durch Dosenwerfen herausfinden, ob es mich raten wird oder nicht. Offensichtlich tut es das erstmal nicht. So. Ja, jetzt wird's spannend. Okay, ist da alles okay? Eieieiei. Okay. Okay, hey, wir haben die erste Anomalie überlebt, ohne das Safe Game mehrmals zu laden. Okay. Offensichtlich habe ich es verstanden. Was da hinten? Kaputte Tür. System offline. Ah, erstmal gehen wir mit der Anomalie spielen, oder? Hui. Oh, das war nicht so der beste Wurf aller Zeiten. Okay, ich glaube, das ist so ein... Hier sollten wir nicht lang gehen, Ding. Ja, auf der Seite. Okay, Frage beantwortet. Da gehen wir nicht lang. Wir gehen durch die Tür. Puh.
So, ob hier noch irgendwo jemand ist? Man weiß es nicht. Irgendwelche Kabeleien. System offline. Oh, hier kann man irgendwas rumtüdeln. Tennisball ist es wohl auch nicht. Gibt es hier irgendwas, was von der Low Energy? Okay, vielleicht muss man da irgendwas reinstopfen. Ein Schalter. Klingt logisch, oder? Verrückt. Zack. Wo geht denn das Kabel hin? Okay, ist jetzt besser? Aha. System ist online. Okay. Ich nehme an, ich habe irgendwas freigeschaltet. Vielleicht war die Tür hier irgendwie abgeschaltet oder so. Ich weiß es nicht. Das sieht auf jeden Fall alles ziemlich zusammengestöpselt aus, als ob hier irgendwas richtig schief gegangen wäre. So insgesamt. Okay, hey Schatz, ich konnte jetzt endlich mal Zeit zu lernen. Die letzten Tage waren ziemlich hart. Du wolltest ja mehr über den Planeten wissen, was wir so tun. Miranda ist der vierte Planet des Dione-Sternensystems. Bis jetzt war es nur ein unwirtlicher Felsen, aber das ändert sich in einigen Jahren. Aha. Weil da dann Flüsse und Ozeane sind, der hat kein eigenes Magnetfeld. Das ist unsere erste Aufgabe. Okay, also wir sollen hier das Magnetfeld eines Planeten anstarten, okay? Dann gibt's ein. Also klingt alles sehr nach Terraforming, würde ich sagen. Mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Oh, da kann man. Oh, da passt bestimmt ein USB-Stick rein. Okay, es wird eigenartig hier, diese Sicherheitsprotokolle öffnen oder schließen Türen. Ich bin in einen Korridor gegangen, der nicht unter Druck war. Oha. Oha. Okay, wir stecken nochmal den Memory Stick rein. Terraformation, was? Okay, das ist ja nicht so richtig hilfreich. Stopp, Terraforming, stopp. All cost, destroying planet. Okay. Wahrscheinlich soll die Terraformierung aufgehalten werden. Zu allen Kosten, weil es den Planeten zerstört oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwie so in die Richtung könnte das gehen. Ein Schalter. Schalter kann man nie genug haben, denn hier gibt es was zum Schalten. Klick. Geht das hin? Da. Was macht das? Blaues Licht. So, ein Köfferchen. Der macht aber nichts. Okay, dann weiter geht's. Obwohl mein Vertrauen durch dieses dekompressionierte Korridor nicht gerade geweckt worden ist oder erhöht worden ist, dass ich hier überall langlatschen will. Okay, da ist nix. Da ist auch nix, ne? Ne. So. System Damage. Safety Protocols are disabled. Das ist vermutlich nicht gut. Wahrscheinlich ist dahinter jetzt kein Druck oder so. Ne, alles gut. Sicherheitstür.
Da draußen ist nicht so gut. Das war dann wohl die Tür nach ganz, ganz draußen oder sowas. System online. Wollen wir mal nochmal aufmachen? Passcode. Haben wir nicht. Okay. Dann gehen wir mal lieber zurück. Hier komme ich aber eigentlich her, oder? Oh, komme ich wohl nicht her. Eieieiei. Da stehe ich jetzt mit meiner Schraube. Okay. Sieht alles sehr gleich aus, muss ich sagen. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob ich hier schon mal war. Scheinbar ja nicht. Und irgendwie warte ich darauf, dass mich plötzlich irgendein Alien anspringt und umbringen will. Wo kommen eigentlich diese ganzen Teile mit den Löchern her? Fragen über Fragen. Guck mal, da hinten ist irgendwie so ein Passcode-Ding. Komm ich da durch? Nicht wirklich, ne? Okay. Ein Hubwägelchen. Ich will eigentlich keine großen Türen mehr aufmachen. Ehrlich nicht. Das letzte Mal hat es mich beinahe rausgesaugt. Okay, saugt mich heute nicht raus. Oh, hier sieht es auch schön aus. Sehr aufgeräumt. Hat auf jeden Fall was. Weiß ich nicht. Klingt nicht so, als ob ich das aufmachen will, ne? Klingt sehr gefährlich. Machen wir es mal auf. Ach, guck mal. Wir sind gar nicht auf einer Raumstation. Wir sind auf dem Planeten unten scheinbar. Und es scheint sehr stürmisch zu sein. Oh, das sieht auch nicht so richtig gut aus. Ja, das ist auch, glaube ich, gut so, dass das hier erzwungen geschlossen ist. Das kann gerne auch zubleiben. Ich lege da keinen gesteigerten Wert drauf, dass das aufgeht. Und ich würde sagen, wir machen jetzt noch diese Tür hier auf und gucken uns den nächsten Raum an. Und dann machen wir im nächsten angezockt weiter. Okay, ja, der Raum ist jetzt so ein bisschen mickrig, ne? Das ist jetzt natürlich nicht so spannend. Okay, hier ist die Tür blockiert. Okay. Das zählt noch mit zum Raum, ich bin mal nicht so. Oh, da ist einfach die Tür zugegangen. Oh. Okay. Potenzielle Gefahr der körperlichen Zweiteilung. Gucken wir mal, ob hier hinten noch irgendwas ist. Ja, gefährliche Tür. Gefährliche Tür. Und bevor wir durch E17 gehen, würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen und nächste Woche finden wir dann raus, was uns hinter dieser eigenartigen Tür erwartet. Bis dahin, mein Name ist Robert und tschüss.